Ich bin Hamed Davan. Ich bin der Projektleiter des digitalen Sportunterrichts oder Sportunterricht 4.0. Ich unterrichte noch das Schulfach Glück. Und da geht es eben darum, wie bleibe ich glücklich in Pandemiezeiten. Unser gemeinsames Ziel war einfach Spaß aus dieser Situation, aus diesem Loch, in dem viele auch waren, rauszuholen und einfach wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen, kreativ zu sein, sich zu bewegen. Und wir haben dann eben gemeinsam dieses Projekt entwickelt und überlegt, wie können wir Sportunterricht digital umsetzen. Die Schüler haben Challenges entwickelt. Manche Leute wollten eher was Kreatives machen, andere wollten eher was Sportliches machen. Und ganz schnell kam die Idee, dass wir Videoabgaben einführen. Wir hatten die Möglichkeit, teilweise TikToks zu drehen oder selber Videos zu schneiden. Und ja, man hat irgendwie auch neue Medienkompetenz erlernt. Eben der Videoschnitt, ich habe das wirklich ein bisschen für mich entdeckt. Als wir erfahren haben, dass wir gewonnen haben, waren wir natürlich überglücklich. Ich war richtig überrascht. Also ich konnte es zuerst gar nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Endlich mal eine Anerkennung für Lehrer, die sich in den Pandemiezeiten sehr, sehr, sehr angestrengt haben. Und endlich eine Anerkennung für die Schülerinnen und Schüler, die so viel gearbeitet haben in der Pandemie und immer kreative, innovative Möglichkeiten entwickelt haben, um Schule weiterzubringen. Es ist auch für uns Schüler einfach so eine Bestätigung, dass Sportunterricht auch anders geht. Also mich hat die Teilnahme am Bio-Wettbewerb definitiv weitergebracht. Wir mussten noch mal komplett drauf zurückblicken. Wir mussten uns zusammenführen, wir mussten gucken, wie setzen wir das noch mal um? Wie stellen wir das auch gut dar? Hier, das haben wir gemacht, so könnte euer Sportunterricht auch aussehen. Da wächst man einfach dran. Da wächst die Schule dran, da wächst das Schüler-Lehrer-Team, das Lehrer-Team, das Schülerteam. Jedes Team für sich wächst da noch mal und man auch selber. Und wir sind so angefixt, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder teilnehmen werden.